Thank you.
Oberliga erster Spieltag bei Rot-Weiß Koblenz. Zu Gast war der SV Röchting-Völklingen. Das Spiel hat 90 Minuten lang bei herrlichem Wetter stattgefunden. Und bei mir steht Günter Erhardt, Trainer des SV Röchting-Völklingen. Herr Erhardt, 3-0 zur Pause, souveräne Vorstellung Ihres Teams. War damit zwingend zu rechnen? Und wie ist Ihre Meinung zum Spiel? Ja, sicherlich war damit nicht zu rechnen. Ich war mir schon sehr unsicher, wo meine Mannschaft steht und wie stark der Gegner ist, weil ich schon gehört habe, dass es eine spielstarke Mannschaft ist und das hat sich heute auch bewahrheitet. Fußballerisch sind die schon gut und wir mussten schon sehr effektiv nach vorne agieren heute. Das haben wir getan. Ich denke, das war auch letztendlich der Unterschied, dass wir immer im richtigen Moment dann die Tore gemacht haben, vor allem in der ersten Halbzeit und auch etwas zwingender Richtung Tor gespielt haben. Wir waren doch in der Umschaltbewegung sehr entschlossen heute und man hat gemerkt, die Jungs waren heiß und wollten hier nichts anbrennen lassen und das haben sie sehr gut getan. Völklingen, bei mir ist jetzt der Trainer von Rot-Weiß Koblenz, Fadi Schiff. Fadi, erstes Spiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz sah, hat Rot-Weiß, wenn man dem Ergebnis jetzt mal Glauben schenken darf, in der ersten Halbzeit gnadenlos Lehrgeld bezahlt? Ich glaube, das ganze Spiel über Lehrgeld bezahlt. Wenn man sieht, unterm Strich muss man sagen, Völklingen hat ganz klar und verdient gewonnen. Das Ergebnis hätte auch viel, viel höher ausgehen können, wenn sie konsequent gewesen wäre.